So, hallihallo und willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Diesmal ist Dead Space 2 an der Reihe. Ja, und dann würde ich sagen, wir legen auch direkt mal los, wie immer. Hier ist was bei Dead Space 2, Dead Space 1 geschah. Die meisten werden Dead Space 1 entweder selbst gespielt haben oder sich ein Let's Play angesehen haben, deswegen muss ich es nicht unbedingt zeigen. Der Typ ist eben, hat seine Frau da am Ende gefunden, die sich dann auf ein Monster oder so verwandelt hat, keine Ahnung mehr, auch genau, aber egal. Ich mache das Let's Play für einen Kumpel und er meinte, damit ich eine Herausforderung habe, soll ich es doch auch schwer zocken. Aber ich denke mal, wenn er bis das Fanatiker gibt, soll ich lieber das spielen. Ja, damit er meinte, dass ich da ein paar Mal abkratze und ich meinen Spaß dabei habe. Deswegen nehme ich das Schwerste jetzt einfach. Wird bestimmt total lustig, andauernd zu sterben. Also wir werden alles platt machen, vor allem uns selbst. Electronic Arts präsentiert ein Spiel mit einem V am Anfang als Hersteller oder sowas. Dead Space 2 trademarked. Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Ich nein, melde mich nein, später. Schon okay. Wie geht's dir? Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac? Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, hast du mich gehört, Isaac? Mich hören. Xena, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh, ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Oh, scheiße. Das sieht schon mal nicht gut aus. Oh, kacke. Oh, kacke. Was ein scheiß Viech. Ja klar, immerhin. In der Zwangsjacke, was soll da schon passieren? Da kann man super duper wehren. Zwangsjackenjagd. Oh scheiße. Ich sterbe schon beim ersten Hit auf dem Schwierigkeitslevel.
Oh mein Gott. Nein! Nein! Ey, komm! Das ist nicht dein Ernst! Komm! Nein! Alter, like a boss. Sind wir jetzt in Sicherheit, oder muss ich immer noch rennen wie ein Geisteskranker meiner geilen Zwangsjacke? Ja, hier erstmal speichern. Ich meine, für die Aktion soll man noch erwarten. Na, das war's mit dem Let's Play. Das ist mir viel zu stressig. Also sowas habe ich keinen Bock. So. Jetzt müssen wir wohl weiter. So. Ich glaube, haben wir mal kurz Ruhe, oder? Nein, das ist sowieso keine Ruhe. Wir haben es 4 Uhr morgens. Was? Ey, was? Warum? Okay, was habt ihr da geholt? Okay, also ich habe auch keine Ahnung, was jetzt hier vorgeht. Ich habe zwar schon mal gespielt, aber ich habe alles vergessen irgendwie. Auf jeden Fall läuft es nicht gerade. Oh, scheiße, gut für uns. Anscheinend sollen wir erledigt werden, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich wissen wir zu viel oder so. Wir haben es 4 Uhr morgens, ich bin also schon ein bisschen verpeilt, wir haben es dunkel, bis vor Ort sogar zu zocken. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. So. Dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für mich. Scheiße mehr. Im Kopf. Boah. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Okay, anscheinend sieht ziemlich krank, was hier abgeht. Ich werde mir sowas auch anhören. Das ist schon interessant, das später. Ganz vorsichtig. Wow, scheiße. Dreck. Kommen Sie mal, Herrn Fee. Ich erinnere mich an Sie. Ist das jetzt die von eben? Alle Hauptprobanden müssen eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu. Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Warnspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Er scheint mir sympathisch zu sein. Ich mag ihn irgendwie. Los. Nehmen Sie sie. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Oh, und eine Knarre gleich. Sind das cool, Rücken? Eine Taschenlampe, super. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir Ihnen angetan haben. Ja. Ach du Kacke, suizidgefährdete Sau, du. Oh, scheiße. Also man sieht, das Spiel ist für Kinder geeignet. Ab 12 Jahre oder so. Ja. Oh. Kann man ja mal treten. Oh, okay. Das wollte ich nicht. Okay. Okay, und jetzt? Clark.
Professor Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Ich bin Manfred. Ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf Aegis 7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie werden in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Unsere Demenz ist also tödlich. Wir wären wahrscheinlich so dumm, dass wir daran sterben werden oder so. Keine Ahnung. Aufgabe, Shop, Bench, Speicherstation. Bald kriegen wir auch unseren schönen Dead Space-Helm, hoffe ich, also den Anzug. Ja, sieht schon sehr nett aus hier mit dem kleinen Lichtschimmer da. Was soll da schon schief gehen? Okay, das war nicht mal lang. Glück gehabt. Ey, cool, Saw oder was? Seinem kleinen Rad hier, als Rollstuhlfahrer diesmal aber. Ups. Was ist denn da? Geh weg. Ups, das wollte ich nicht. Das sieht alles ganz nett. Oh mein Gott. Da-dum, da-dum. Alles super. Oh, eine Speicherstation, coole Sache. Hier sieht man übrigens auch immer dann, welche Schwierigkeitsgrad man spielt, so Fanatiker. Nicht, dass hier nachher noch behauptet wird, ich habe dann heimlich das nochmal umgeändert und neu aufgenommen oder so. Vielleicht nicht bei der ersten Speicherstation ist aufgefallen, dass ich einen kurzen Schnitt gemacht habe, um mein Licht auszumachen, damit ich mehr in Rage komme. Wo muss ich jetzt lang? Okay. Oh, 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 unsere tödliche Demenz, wir verblöden. Ey. Mann, wir sehen auch toll aus. Hey, super, wer klettert nicht durch enge Schächte, wenn Zombies in der Nähe sind? Das ist doch voll cool. Oh Gott. Ja, hau einfach ab. Gleich haben wir es geschafft. Nein, doch. Keine Ahnung. Isaac, was ist passiert? Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Titan endlich findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Hier gibt es eigentlich, habe ich auch schon mal gesehen, ziemlich geile Todessequenzen. Hält mir gerade so ein. Das so sehr. Er ist ja irgendwie, er wird Elektromann oder so, keine Ahnung, was er da fabriziert. Verdammt, da komme ich aber nochmal raus. Telekinesische chirurgische Bindung aktiv. Deaktivieren wir mal. Was soll schon schief gehen? Komm, wir haben keine Ahnung, was wir machen. Wir machen es einfach. Hey, cool. Und einsetzen, genau. Zielen und F drücken, um neue Objekte zu bocken. Ach, Telekinese haben wir jetzt. Coole Sache. Ah, geil, hier. Das, so, was ist das hier? Das war ich nicht, das wollte ich nicht. Hallo, komme ich hier einfach raus? Ist das jetzt offen, oder? Da muss ich so ein Teil dagegen kloppen. Ah, nice. So geht das. Oh mein fucking Gott, wo ist ein Gegner? Wo ist ein... Okay, komm her, komm her. Ha! Oh fuck! Komm doch! Oh fuck, an dem Scheiße, Scheiße, Scheiße! Gib mir so ein Teil! Schnell! Oh mein Gott! Ist der auch wirklich tot? Ja, jetzt auf jeden Fall. Drauf treten, das wollte ich diesmal auch. Oh, Medikament, cool. Cool, er hat noch was bei sich. Boah,
brauche ich mein Inventar eigentlich? Hier. Waffe. Na, das kann man nochmal benutzen. Das Medikit ist aber volles Leben. Fuck, ich brauche Waffen. Scheiße. Ja, komm mit so einer Leiche. Ich glaube, das bringt's nicht. Fuck, ich brauche... Ah, da. Hey, noch einer, da war doch noch einer. Ja, da. Lol, der fliegt aber gut. Ja. Noch irgendwas? Komm, irgendwas, ich nehme alles. Nimm auch... Scheiße. Ja, Scheiße nehme ich nicht, aber... Ja, komm, gib mir einfach irgendwas. Die fliegen voll gleich die Gegend. So, ob der noch irgendwas bei sich, wenn man drauf tritt. Ja. Ich sollte auf jeden Fall alles einsammeln. War schon so schwer, uns zu machen hier mit dem Schwierigkeitsgrad. Ja, komm, gib mir Leben. Das ist immer nice, bestimmt. Da ist irgendwas. Ja, wieder Leben. Spielen wir hier auf einfach, oder was? Cool, ist ja noch was. Geld. Ja, Mann, ich evakuiere mich doch schon selbst. Ja, jetzt mache ich das schon die ganze Zeit, Leertaste und so. Das sieht auf jeden Fall nicht geheuer aus. Ja. Komm. Okay, ich darf schon wieder einen Kontakt jetzt an was. Nö. Ja, nix. Ich durchsuche erstmal alles. Hier ist der Weihnachtsmann. Aua, scheiße, okay. Das wird so nix. Haben wir hier auch was zum Werfen? Natürlich auch nicht. Ja, okay, Plasma-Energie will ich nicht mit abwerfen. Oh, hier liegt überall noch Munition. Aber warum? Ach, da kann ich. Ich kann sie hören! So helfen Sie mir doch bitte! Oh Gott, Mann! Es sieht nicht gut aus, Dude. Helfen Sie mir endlich, verdammt! Also, du siehst echt schlecht aus. Also, ich bin nicht in deiner Lage. Meine ist viel cooler. Ich renne mit einer Taschenlampe durch die Gegend, kämpfe gegen Monster. Sind Sie Arzt? Nee, für mich Mechaniker, das reicht bestimmt auch. Beruhigen Sie sich, ich schneide Sie da raus. Ist das ein Gewebelaser? Ein Plasma-Cutter? Oh Gott! Scheiße! Was zum Henker machen Sie da? Scheiße! Hilfe! Ich versuch's ja! Hilfe! Ich bin ja schon dabei! Haben wir jetzt Komm, ja, super. Hat der hier noch irgendwas? Wo ist denn der Fuzzi? Da, hat er noch irgendwas vielleicht? Nee. Verdammt, ich glaube, das sieht hier irgendwie ein bisschen blutig aus. Nachladen, ja. Schau mal so als Tipps an die Mädchen, wenn sie sich entjungfern lassen, wie das ungefähr enden wird. Sieht bestimmt ungefähr so aus, der Typ sieht dann auch so aus, also ist nichts Schönes. Gegenhauen nochmal. Dana hier. Kulturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich habe darin Übung. Versuchen Sie einfach zu überleben. Hätte ich sonst nicht gemacht, das wäre ich aber auch bei mir umbringen lassen. So. Speichern. Und was haben wir da?
mal gucken, wenn ich auf die drauf trete, lässt niemand schon was fallen, deswegen mache ich das immer. So, ich möchte gerne einen zweiten Sicherheitsspeicherstand. Ah ja, geht sogar gut. Wird einer mal abkackt von beiden. Wäre noch irgendwas Schönes. Oder haben nur frische Leichen was? Ja, auch sein. So, auf jeden Fall ist hier, glaube ich, lang. Oder? Jo, sieht gut aus. Oh! Alter, Scheiße! Oh mein Gott. Das war für den dummen Jungen von Witz. Man merkt, ich versuche ein bisschen Muni zu sparen bei der ganzen Geschichte. Ja, manuell nachladen, sagt bloß. Alles easy.